Warum nennt man das 18. Jahrhundert die Epoche von Palastrevolutionen? Königliche Macht wurde seit langem vom Vater an den Sohn weitergegeben. Der Sohn von Peter dem I., Alexei, wurde aber wegen Hochverrats verurteilt. Und im Erbrecht wurde die Änderungen vorgenommen. Nun konnte der Kaiser selbst einen Nachfolger nennen, auch eine Frau. Peter selbst erließ kein Testament. Es schuf einen schlechten Anwendungsfall. Es gab zu viele Kandidaten auf den Thron. Hinter jedem stand seine höfische Partei. Die Frau und Nachkommen von Peter wurden von seinen Gefährten unterstützt. Nachfahren aus einem anderen Zweig, der Romanow-Familie, wurde von alten Bojaren-Familien unterstützt. Im Laufe von 100 Jahren änderte sich die Macht durch Gewalt 7-mal und nur 3-mal friedlich. Die Reihe von Palastrevolutionen hielt erst Paul I. Er konnte seiner Mutter die Machtusurpation nicht verzeihen und brachte die alte Thronfolgeordnung zurück. Das konnte aber Paul selbst nicht retten. Er wurde das letzte Opfer des Machtumsturzes und war von seinen Gardisten ermordet.